12. Vortrag von Rudolf Steiner, gehalten in Kassel am 27. Juni 1907. Wir haben gestern versucht, den Werdegang der Menschheit kosmisch und auch auf unsere Erde zu verfolgen. Heute werde ich nur noch, um dann den Übergang zu finden, sowohl zu dem, was die Theosophie zu sagen weiß über die Bedeutung des Christentums, wie auch über die christliche Einweihung, zu diesem Werdegang der Menschheit einiges ergänzend hinzufügen. Zunächst bitte ich Sie, noch einmal das geistige Auge zum Ausgangspunkt des Menschenwerdens zu wenden. Wir haben gesagt, dass die Erde bei der Trennung von dem heutigen Mond umschlossen war von einer Art von Urmeer, und wir haben charakterisiert, wie sich dazu mal der physische Mensch vereinigte mit dem geistig-seelischen Menschen. Und dann haben wir diesen Werdegang verfolgt bis in unsere Tage hinein, die wir erkannt haben als die des tiefsten Niedergangs der Menschheit mit dem Geiste in die Materie hinein. Wir haben erkannt, dass nun wieder ein Aufstieg stattfinden muss, eine Vergeistigung, und haben auch davon gesprochen, welche Mission die Theosophie oder Geisteswissenschaft zu haben glaubt in Bezug auf diesen Werdegang. Wir haben ja schon darauf aufmerksam gemacht, dass damals bei den Lemurien die Trennung der beiden Geschlechter stattgefunden hat. Zwei Geschlechter haben bei den niederen Wesen auf dem Monde auch schon bestanden. Aber der Mensch, der in einem jeden von ihnen wohnt, wurde erst in der damaligen Zeit bei der Eingliederung in die körperliche Gestalt in zwei Geschlechter geteilt. Wir müssen uns des Menschen Vorzeit vor seiner Teilung in zwei Geschlechter, in ein männliches und ein weibliches, so denken, dass das, was wir als Geschlechtlichkeit bezeichnen, überhaupt noch nicht vorhanden war oder wenigstens eine ganz andere Form hatte. Nun beruht gerade viel darauf, dass wir verstehen, welche Bedeutung für die ganze menschliche Entwicklung dieses hat, was ich eben angeführt habe. Wenn nämlich die Trennung in zwei Geschlechter nicht eingetreten wäre, wenn nicht im Zusammenwirken des Männlichen und Weiblichen die heutige Menschheit ihren Werdegang durch die Welt vollendete, so wäre dieser Mensch ganz anders gestaltet. Gerade von der Einwirkung des Männlichen kommt das Individuelle im Menschen. Ich habe Ihnen gestern den Unterschied zwischen einer Gruppenseele und einer individuellen Seele klar gemacht. Bei den Tieren ist das ganz anders. Das Tier hat die Geschlechter schon auf dem Astralplan. Der Mensch dagegen hatte, bevor er nicht in die einzelnen Menschenleiber getropft ist, auf dem Astralplan die zwei Geschlechter durchaus noch nicht. Oder noch nicht, wie man sagt, das Gefallensein in die Geschlechter. Wenn nun in der physischen Welt sich das Geschlechtslose des Menschen fortgepflanzt haben würde, wenn also an die Stelle der Zweigeschlechtlichkeit eine Art Ungeschlechtlichkeit getreten wäre, wäre es nicht möglich gewesen, den Menschen zu einem individuellen Wesen zu machen. Das ist gerade der Sinn der Menschheitsentwicklung, dass die einzelnen Menschen immer individueller und individueller werden. Würden wir in die Zeit, die ich gestern charakterisiert habe, noch einmal zurückgehen, so würden wir sehen, wie die Menschen in ihren äußeren Gestalten sich sehr gleichen. Durch das Zusammenwirken der beiden Geschlechter entstand die individuelle Verschiedenheit, und die individuelle Verschiedenheit wird immer größer, je weiter der Mensch der Zukunft entgegengeht. Ohne die Trennung in die Geschlechter würden die Generationen sich immer ähnlich sehen. Wir müssen geradezu sagen, dass der Mensch ein immer selbstständigeres Wesen wird, das hängt ab von den zwei Geschlechtern. In jener Urzeit und noch weit in die atlantische Zeit hinein, ja noch bis in die nachatlantische Zeit hinein, sehen Sie bei der Menschheit das herrschend, was wir die nahe Ehe nennen. Und erst nach und nach ist an die Stelle der nahen Ehe die ferne Ehe getreten. In urferner Zeit heiratete man innerhalb kleiner Blutsverwandtschaften und kleiner Sippen. Bei allen Völkern finden Sie die Hinweisung auf das Hineinheiraten irgendwelcher Angehörigen in einem anderen Stamm als auf etwas Ungewöhnliches, und überall wird das als ein wichtiges Ereignis aufgefasst. Je weiter wir zurückgehen, finden wir es als etwas Moralisches, dass die Menschen in zusammengehörigen Stämmen sich heiraten, dass verwandtes Blut sich nur mit verwandtem Blute mischt.
Diesen Prozess können wir am besten klarlegen, wenn wir von einem Vergleich ausgehen, der, während alle anderen Vergleiche hinken, etwas außerordentlich Treffendes hat. Ich möchte Ihnen da eine kleine Erzählung geben. Sie kennen Anson Gruber und Rosenegger. Rosenegger ist ein Dichter, der mit großer Hingabe seine Dorfgestalten schildert. Auch Anson Gruber kennt seine Sache. Er, der in dem Drama Der Meineidbauer in großartiger Weise die Bauern, also ähnliche Gestalten, auf die Bühne zu stellen vermag, sodass sie fest dastehen. Wir wissen, wie großartig plastisch sie dastehen im Meineidbauer, im Pfarrer von Kirchfeld und anderen. Nun gingen einmal Rosenegger und Anson Gruber miteinander spazieren und Rosenegger sagte: Ich weiß, dass du dir eigentlich nie die Bauern anschaust. Du würdest sie viel besser noch schildern, wenn du zu ihnen ins Dorf gingest. Da sagte Anson Gruber: Wenn ich das täte, würde ich vielleicht ganz und gar irre werden. Ich habe eigentlich nie Bauern näher kennengelernt. Dass ich sie so schildern kann, ruht davon her, dass mein Vater, mein Großvater und alle meine Vorfahren Bauern waren. Und dieses Bauernblut habe ich noch in mir. Aus diesem Bauernblut heraus schaffe ich meine Gestalten und kümmere mich nicht um die anderen. Das rumort sozusagen noch in meinem Blute. Das ist eine interessante Tatsache, die uns auf das hinführt, was wir zu betrachten haben. Wo das Blut ungemischt bleibt, wie es in den alten Stammesgemeinschaften oder bei den Bauern Anson Grubers der Fall war, bleibt eine derartige starke Erscheinung, wie sie bei dem Dichter Anson Gruber in den letzten Verkörperungen noch da war. Er hatte die Gestaltungskraft ererbt und wusste das ganz genau zu schätzen. Es rann durch das Blut der Generationen die Gestaltungskraft. So ist es wirklich, wo verwandtes Blut nur mit verwandtem Blut sich mischt. Und auf die bildnerische Kraft der Seele wirkt die Mischung des fremden Blutes zu fremdem Blut auslöschend. Hätte Anson Gruber irgendjemanden geheiratet, der einer ganz anderen Klasse angehörte, so würden seine Kinder nicht mehr diese Gestaltungskraft gehabt haben. Fast bei allen Völkern, die heute noch existieren, können wir im Anfange diese Erscheinung beobachten. Überall ist mit dem Heiraten in kleinen Blutsverwandtschaften ein ganz außerordentliches Gedächtnis verknüpft. Es ist verknüpft mit jenem dumpfen, dämmerhaften Hellsehen. Sie erinnern sich an das, was Sie seit der Geburt erlebt haben und betrachten das zusammengehörig mit der Persönlichkeit. Bevor die nahe Ehe ersetzt wurde durch die ferne Ehe, erinnerte man sich buchstäblich an das, was der Großvater und der Vorfahre bis weit hinaus erlebt hatten. Man sagte ich und hatte die Erlebnisse von dem, was da der Großvater, Urgroßvater usw. zurückerlebt haben. Je weiter wir zurückgehen, desto mehr finden wir das durch die Generationen hinaufreichende Gedächtnis. Und das Interessante ist, dass sich die Völker gar nicht als einzelne Iche gefühlt haben. Sie sagten zum Großvater ich, indem sie wieder sich demselben Namen beilegten, ein Name, der alle umfasste. Mit demselben Recht, wie Sie sich heute einen Namen geben und den beziehen auf die einzelne Persönlichkeit, gaben sich diese Völker einen Namen, der weit hinaufreichte in die Jahrhunderte hinein, weil die Geburt das Gedächtnis nicht abriss. Der einzelne Mensch hatte keinen Namen, denn die Geburt war kein besonderes Ereignis. Solange der Faden des Gedächtnisses reichte, hatte man für alle nur einen Namen. Sie haben ein Dokument für diese Namensgebung in der Bibel. Alles Streiten über die Bedeutung der Patriarchennamen ist nur ein Gelehrtenstreit. Adam war deshalb Adam und so alt, weil das Gedächtnis sich Jahrhunderte hinauf erhalten hat, weil der, der von einer Persönlichkeit abstammte, sich mit ihr als ein Ich fühlte. Das alles hieß Adam, wo das durch die Jahrhunderte hindurchfließende Blut ein solches Gedächtnis erzeugt. Solange das Gedächtnis sich bewahrte in der Generationsreihe und man sich der Ereignisse seiner Vorfahren erinnerte als seiner eigenen, so lange sagte man, Adam ist noch da. Man empfand sich gar nicht als einzelne physische Persönlichkeit, sondern man empfand sich als das, was geistig vorhanden war und die Personen zusammenhielt.
Dann kam immer mehr die Fernehe und die Mischung des Blutes wird immer mehr das Gedächtnis abtöten, das über die einzelne menschliche Erscheinung hinausgeht. Die Einengung des Gedächtnisses ist als eine Folge der Fernehe gekommen. So ist der Gang der Menschheit, dass der Einzelne immer mehr hinauswächst über den Stamm. In dem gemeinsamen Blut, das durch die Stämme ging, floss auch der gemeinsame Ausdruck für dieses Blut, die Liebe. Das liebt sich, was verwandtes Blut hat. Im Laufe der Zeit wird aber jene Liebe, die wir als Urliebe bezeichnen können, die an das Blut gebunden ist und zur Bildung einer ganzen Familie gehört hat, erlöschen. Die Liebe der Vergangenheit ist eine ganz andere als die, welche uns als die Liebe der Zukunft entgegenleuchtet. In den nachatlantischen Zeiten finden wir noch die Liebe durch das Blut vorherrschend. Das liebt sich, in dessen Adern gemeinsames Blut ist. Aber das wird immer mehr verschwinden. Die Menschen gehen immer mehr aus den engen Blutsverwandtschaften heraus und werden individuell. Diese Urliebe, die entstanden ist mit dem Heruntersteigen der Seelen in die physischen Leibe, steht also abnehmend in den Zeitenlauf vor uns. Die floss in den Menschen in dem Moment ein, der in der Bibel mit den Worten geschildert wird, und Gott blies dem Menschen den Odem ein, und er ward eine lebendige Seele. Damals aber entstand noch etwas anderes. Der Mensch war eine lebende Seele und damit ein Lungenatmer geworden. Die Luft, die er so einatmete, bewirkte sein rotes Blut, und in dem roten Blut drückt sich die Ich-Natur aus. Solange das Blut ein gemeinschaftliches ist, solange ist das Ich ein gemeinsames, wie wir es im Judentum sehen, wo ein ganzes Volk von einer Gruppenseele beherrscht ist. Aber immer mehr reifen die Menschen dazu heran, unabhängig zu werden von dem verwandten Blut. Als der Odem in den Menschen eingezogen ist, war dies die erste Anlage zur Blutbildung. Aber erst durch lange Zeiträume ist die Menschheit reif geworden, dieses Blut so zu durchwirken, dass anstelle der Urliebe die allgemeine Menschenliebe treten kann. Denken Sie sich den Fortgang der Menschheit, wie ich ihn eben geschildert habe. Die Urliebe würde allmählich sterben, die Verwandtenliebe von Mutter zu Kind und so weiter müsste abnehmen. Das Blut wirkt nicht so weit, dass ein Band der Liebe die ganze Menschheit umfassen könnte, und die Gewalt des Ich, die Gewalt der Selbstsucht wird immer größer werden. Da musste ein Ereignis eintreten, das an die Stelle der Urliebe eine andere Liebe, eine geistige Liebe ins Dasein gerufen hat. Dieses Ereignis ist das Christentum. Mit dem Erscheinen des Christentums ist das hintan gehalten worden, was sonst eingetreten wäre, das Auseinanderfallen der ganzen Menschheit zu einzelnen Menschenatomen. Die Menschen müssen immer selbstständiger werden, das liegt in der Entwicklung ihres Blutes. Aber nun muss auf geistige Art wieder zusammengeführt werden, was auf natürliche Art auseinandergetrieben worden ist, durch die neue Kraft, die jetzt ohne Blutsliebe wirken kann. Dies ist das Christentum. Das Mysterium von Golgatha bekommt damit eine fundamentale Bedeutung für die ganze Menschheitsentwicklung. Wenn wir das verstehen, verstehen wir die Bedeutung des Wortes das Blut Christi. Nicht ist es etwas, was man nur äußerlich erfahren und erforschen kann, sondern etwas, was selbst als mystische Tatsache betrachtet werden muss. Mit vollem Bewusstsein ist daher mein Buch genannt, nicht die Mystik des Christentums, sondern das Christentum als mystische Tatsache. Um zu begreifen, was der Christus Jesus selbst auf der Erde war, um zu verstehen, dass das Christentum solch eine fundamentale Bedeutung hat, müssen wir auf die Vorbereitungen zum Christentum eingehen. Die waren in allen alten Zeiten schon vorhanden. Sie können wirklich erkennen, wie der alte Christ dies anschaute, wenn Sie eine Stelle bei Augustinus nehmen. Was man heute christliche Religion nennt, ist die wahre Religion immer gewesen. Nur das, was früher die wahre Religion war, heute die christliche Religion genannt wird. Augustinus wusste in seiner Zeit noch, dass das Christentum eine Voraussetzung hat, das, was in den alten Mysterien getrieben worden ist. Und gerade dies soll durch die theosophische Bewegung den Menschen enthüllt werden. Ich möchte das durch ein paar Worte charakterisieren.
Da gab es Schulen, die zu gleicher Zeit Kirchen und auch Kunststätten waren. An der Spitze dieser Schulen standen die Leiter der Menschheit, die am meisten in der Entwicklung vorangeschrittenen. Jene Menschen, die man für geistig geeignet hielt, selber eine Anschauung gewinnen zu können von dem, was um uns herum ist als geistige Welt, wurden dort aufgenommen. Sie wurden sorgfältig vorbereitet, indem sie zuerst die Tatsachen der geistigen Welt theoretisch kennenlernen mussten, ungefähr so wie wir heute in der Geisteswissenschaft lernen. Dann kamen immer höhere Stufen. Das Lernen änderte sich im Leben um, das Exoterische in das Esoterische. In allem wurden sie lebendig unterrichtet. Es war strenge Vorschrift, wie der Schüler sein Leben einzurichten hatte, damit er langsam aufsteigen konnte zu dem Anschauen der geistigen Welt. Es hatte der Schüler zuerst die Tatsachen und Gesetze der geistigen Welt gelernt und hatte sich dann durch Übungen, die ihm vorgeschrieben waren, die Organe geschaffen, um hineinschauen zu können in die geistige Welt. Und nun will ich Ihnen den Schlussakt davon erzählen. Sie müssen sich erinnern, dass der Schlaf des Menschen darin besteht, dass der Astralleib aus dem Äther und physischen Leibe heraus ist und dass der Tod darin besteht, dass der physische Leib allein bleibt und der Äther und Astralleib vereinigt sind. Nun war es so, dass der Führer der Mysterien, der Hierophant, durch die entsprechenden Methoden, die man anwenden konnte, den Menschen so behandelte, dass der physische Leib durch 3,5 Tage hindurch wie tot dalag und der Ätherleib mit den übrigen Gliedern des Menschen außerhalb war. Das war weder ein Schlaf noch ein Tod, sondern ein drittes. Es war alles so vorbereitet, dass der Mensch während dieser 3,5 Tage die Wanderung durch die höheren Welten machen konnte. Er lernte jetzt durch die Anleitung des Hierophanten-Initiators die Dinge kennen, die wir auch in den vorhergehenden Vorträgen beschrieben haben. Das alles lernte er durch eigene Anschauung kennen. Ein zweimal geborener Mensch war er nach 3,5 Tagen. Wenn er jetzt wieder zurückkehrte, erinnerte er sich an alles, was er in den jenseitigen Welten erlebt hatte. Er war jetzt ein lebendiger Zeuge dessen, dass es solche Welten gibt. Seine Worte waren jetzt anders, als sie früher erklungen waren. Selig war er geworden und anwendbar war auf ihn das Wort: Selig sind, die da schauen. Wenn er zurückkam, bekam er einen ganz neuen Namen. Er legte seinen Namen ab und führte als ein Eingeweihter seinen neuen Namen weiter. Und eine eigentümliche Erscheinung trat ein, wenn er herunterkam und seinen physischen Leib wieder bezog, wenn er wieder in der physischen Welt leben konnte. Dann entrang sich allen, das war Gesetz, ein einziger Ausspruch, der in deutscher Sprache lauten würde: mein Gott, wie hast du mich verherrlicht!" Dies empfand ein solcher Mensch, der so weit gekommen war. Er sagte von sich: alles, was von der Urliebe noch da war, was dem Menschen durch das Blut eingepflanzt werden musste, muss bei mir ersetzt werden durch eine Liebe, die keinen Unterschied kennt zwischen Mutter, Bruder, Schwester und den anderen Menschen. Er hatte geistig verlassen Eltern, Weib und Kind, Bruder und Schwester und war ein Nachfolger des Geistes geworden. In ihm, sagte man, war der Christus lebendig geworden. Das alles hatte sich in der Verborgenheit der Mysterien vollzogen. Solche Menschen waren die Zeugen für die geistige Welt. Solche Menschen waren auch Propheten, denn sie deuteten auf ein kommendes Ereignis, und dies ist kein anderes als das Mysterium von Golgatha. Was für den einzelnen Menschen in den Mysterienschulen geschah, vollzog sich für die ganze Welt einmal in der physischen Welt in Palästina. Wenn Sie heute die Vorschriften für die alten Eingeweihten nehmen könnten, würden Sie sehen, dass jene Vorschriften mit diesen 3,5 Tagen ihren Abschluss bekamen. Niemals hatte sich das früher auf dem physischen Plane abgespielt. Es begann damit eine neue Epoche, so dass Sie sagen können: alle die Einweihungen waren prophetische Vorherverkündigungen dessen, was sich in dem Mysterium von Golgatha vollzogen hat. Und nur dadurch konnte es sich abspielen, dass eine so umfassende Individualität, wie es der Regent der Sonnengeister war, eingekörpert war in den Leib des Jesus von Nazareth.
Kein solches menschliches Ich, wie wir es in uns haben, hätte jemals das durchführen können, was sich da auf Golgatha abgespielt hat. Dazu gehört ein solches Ich, das schon auf der Sonne damals so weit fortgeschritten war. In dieser Weise begreifen wir die Gottmenschheit des Christus Jesus, die in der modernen Zeit so leicht geleugnet wird, weil man nicht mehr vermag, in die Tiefen der geistigen Welt sich einzuleben. Und so sehen wir, wenn wir die Sache im richtigen Lichte betrachten, auf Golgatha etwas sich abspielen, was eine Bedeutung hat, die weit über alles andere Geschehen hinausreicht. Unter den neueren Geistern hat allein Richard Wagner wiederum etwas geahnt von der Bedeutung des Blutes. Ich habe ihnen erklärt, wie das Drüsenleben des Menschen der Ausdruck des Ätherleibes ist, das Nervenleben der Ausdruck des Astralleibes und wie der Ausdruck des Ich das Blutleben ist. Ich habe ihnen gezeigt, wie in der Entwicklung des Blutes, wenn der Christus nicht gekommen wäre, eine Hinentwicklung zu einer größeren Selbstsucht eingetreten wäre. Das Ich hätte die Selbstsucht, die Ich-Sucht immer mehr vergrößert. Es musste dasinnige Blut abfließen, hingeopfert werden, das in der Menschheit überschüssig war, damit sie nicht ganz aufgehe in Selbstsucht. Der wahre Mystiker sieht in dem Blut, das aus den Wunden des Erlösers fließt, das abfließende überschüssige Blut, das fließen musste, damit die Menschheit nicht in Selbstsucht verfällt, damit eine geistig-seelische Bruderliebe die ganze Menschheit erfassen konnte. So sieht der Geisteswissenschaftler das vom Kreuze strömende Blut an, das von der Menschheit genommen werden musste, damit diese sich erheben konnte vom Materiellen. Damit ist an die Stelle der Liebe, die durch das Blut zusammengehalten wurde, eine Zukunftsliebe aufgerichtet, die von Mensch zu Mensch geht. Und nur so kann verstanden werden das Wort des Christus Jesus: Wer nicht verlässt Vater, Mutter, Bruder und Schwester, Weib und Kind, der kann nicht mein Jünger sein. Das darf nicht anders als so aufgefasst werden, dass durch die Tat von Golgatha alles überwunden wird, was vorher durch das verwandte Blut, durch die Verwandtenliebe gefestigt werden musste. Derjenige, der an diese Stelle die neue, die geistseelische Liebe setzte, durfte sagen, dass die alte Liebe verlassen werden muss. So ist der Zusammenhang. Die Erscheinung des Christus Jesus selbst ist eine tiefe, mystische Tatsache und kann nur dann verstanden werden, wenn man nicht den Maßstab der Naturwissenschaft darauf anwendet. Wer das täte, würde demgleichen, der eine Träne ansieht und sie nur nach dem Gesetz der Schwerkraft beurteilt, nicht als einen Ausdruck der Seele sehen will. Solche Dinge sind eben nur mit der Geisteswissenschaft zu erfassen. Deshalb unterscheidet sich das Erscheinen des Christus Jesus auf Erden von dem aller anderen Religionsstifte. Was die anderen gegeben haben, ist eine Lehre. Bei dem Christus Jesus kann man wirklich sagen, fast jedes Wort, das er gesprochen hat, ist schon einmal in irgendeinem Zusammenhang gesagt worden. Bei dem Hermes und Buddha kommt es an auf das, was sie gesagt haben. Bei dem Christus Jesus kommt es darauf an, dass er da war, dass er gelebt hat und dass sich das Mysterium von Golgatha vollzogen hat. Wer daher ein Christ im richtigen geisteswissenschaftlichen Sinne sein will, ist es dadurch, dass er an die Gottheit des Christus Jesus selbst glaubt. Die ersten Jünger sagten nicht nur, wir sind hinausgeschickt, dass wir die Worte verkünden sollen, sondern sie sollten von seinem Dasein Zeugnis ablegen. Wir haben die Worte selbst gehört und haben unsere Hände in seine Wunden gelegt. Auf das Dasein kommt es an. Denken Sie sich bei den anderen Religionen die Religionsstifte weg. Sie würden nichts dabei verlieren. Denken Sie sich den Christus Jesus weg und das Christentum wäre nicht da. Das ist der Unterschied. Deshalb mögen die Menschen wie Darwin, Strauss, Drews und so weiter noch so viel verkünden, dass man alle anderen Religionslehren im Christentum wiederfinden könnte. Darauf kommt es nicht an, sondern darauf, dass er da war und dass er das, was in den Propheten vorher verkündet war, als eine Tatsache darstellte. So ist das Christentum nicht Lehre, sondern Kraft.
Wenn Sie sich auf einen anderen Planeten von hier erheben könnten, würden Sie nicht nur die Erde, sondern auch den Äther und Astrale der Erde sehen, die geistige Erde außer der physischen. Und könnten Sie auf diesem Stand durch Jahrtausende weilen, schon von der Zeit an vor dem Erscheinen des Christus Jesus, dann würden Sie gesehen haben, wie in dem Geist der Erde selber sich die Farbe des Astralleibes verändert hat, dadurch, dass der Christus Jesus da war. Die Erde ist wirklich verändert und die Menschen, die nach der Erscheinung des Christus Jesus leben, leben auf einer veränderten Erde und sind deshalb fähig geworden, den tiefsten Herabstieg des Geistes zu überwinden. Früher musste man in die Geisteswelt erhoben werden, wenn man davon etwas wissen wollte. Im Christentum ist das Mysterium selbst herabgestiegen. Für physische Augen war es da als historisches Ereignis. Die Gottheit musste herabsteigen, um die Menschheit aus der physischen Welt wieder in die geistige hinaufzuführen. So finden Sie das Christentum geschildert in dem reinsten Evangelium, dem Johannesevangelium. Es ist nicht nur eine Dichtung, sondern ein Lebensbuch. Der allein weiß, was das Johannesevangelium ist, der es erlebt hat. Und wenn man es erlebt hat, kann man alles, was heute gesagt worden ist, als eigene Wahrheit verkünden. Ich möchte nun noch kurz zeigen, wie der Mensch zu den Erkenntnissen des Christentums kommen kann. Unter vielen Büchern ist das Johannesevangelium dasjenige, das die Methoden angibt, mit deren Hilfe man die Tiefen des Christentums ergründen kann. Selbst als das Christentum noch nicht in der heutigen Form da war, wurde es schon in den Schulen gelehrt, so bei Dionysius dem Areopagiten, einem Schüler des Apostels Paulus. In den alten Zeiten war es üblich, durch die Jahrhunderte hindurch den eigentlichen Träger der Mysterien mit demselben Namen zu belegen, so dass der, welcher die Geheimnisse überkommen und sie aufgeschrieben hat, auch so genannt wurde. Wer vom Standpunkt der Esoterik aus sich in die ersten Worte des Johannesevangeliums hinein vertieft, erlebt es, dass sie eine weckende Kraft in seinem Inneren sind. Dann muss man allerdings das Johannesevangelium so anwenden, wie es ursprünglich angewendet worden ist, und man muss die Geduld haben, immer wieder die ersten Sätze des Johannesevangeliums als seinen Meditationsstoff zu nehmen und sie jeden Morgen an seiner Seele vorüberziehen lassen. Dann ist das eine Kraft, die tief in unserer Seele verborgene Kräfte herausholt. Allerdings muss man eine richtige Übersetzung dafür haben. Sie müssen ungefähr an deutschen Wortcharakteren ausdrücken, was wirklich im Urtext dastand. In einer möglichst richtigen Übersetzung möchte ich Ihnen anführen, dass charakteristisch in den Worten das eigentliche Geistesleben des Johannesevangeliums angegeben wird. Im Urbeginne war das Wort, und das Wort war bei Gott, und ein Gott war das Wort. Dieses war im Urbeginne bei Gott. Alles ist durch dasselbe geworden, und außer durch dieses ist nichts von dem Entstandenen geworden. In diesem war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht schien in die Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, gesandt war er von Gott mit seinem Namen Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, auf das er Zeugnis ablege von dem Lichte, auf das durch ihn alle glauben sollten. Er war nicht das Licht, sondern ein Zeuge des Lichtes, denn das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch es geworden, aber die Welt hat es nicht erkannt. Zu den einzelnen Menschen kam es, bis zu den Ich-Menschen kam es, aber die einzelnen Menschen, die Ich-Menschen, nahmen es nicht auf. Die es aber aufnahmen, die konnten sich durch es als Gottes Kinder offenbaren. Die seinen Namen vertrauten, sind nicht aus Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches und nicht aus menschlichem Willen, sondern aus Gott geworden. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Lehre gehört, die Lehre von dem einigen Sohne des Vaters, erfüllt von Hingabe und Wahrheit. Ich könnte Ihnen nun viel erzählen, wie Sie sich hineinleben müssten in die einzelnen Kapitel des Johannesevangeliums.
Ich will Ihnen nur eine Probe geben, wie Sie die Kapitel vom 13. ab benutzen müssten, wenn Sie ein wirklicher Zögling der christlichen Einweihung wären. Was ich Ihnen in Worten sage, hat sich an Tatsachen abgespielt. Ich will es zum Verständnis in eine Dialogform kleiden, die Ihnen eine Vorstellung geben könnte, was sich zwischen Lehrer und Schüler abgespielt hat. Da sagte der Lehrer zum Schüler, du musst ein Gefühl in dir entwickeln, dir folgendes denken. Du musst dich versetzen in die Pflanze. Könnte sie Bewusstsein haben wie du und könnte sie durch dieses Bewusstsein herunterblicken zu den Steinen, so würde sie sagen, du toter Stein, du bist in der Reihe der Wesen ein niedrigeres Wesen als ich selber, ich bin höher. Aber könnte ich heute so als Pflanze da sein, wenn nicht du jetzt als Stein da wärest? Ich hole meine Nahrungssäfte aus dir heraus. Ich könnte nicht sein ohne das, was niedriger ist als ich. Und könnte die Pflanze fühlen, dann würde sie sagen, zwar bin ich höher als der Stein, aber ich neige in Demut mich zu ihm herunter, da mir der Stein das Dasein möglich gemacht hat. Ebenso müsste sich das Tier zur Pflanze neigen und sagen, ohne dass du, Pflanze, da bist, könnte ich nicht sein, obwohl ich höher bin als du. Ich verdanke dir, niedrigem Wesen, mein Dasein. In Demut neige ich mich vor dir. Gehen Sie jetzt hinauf zu Menschen, zu den verschiedensten, den niederen und den höheren. Was müsste ein jeder sagen, der auf der Entwicklungsstufenleiter etwas höher steht als die anderen? Wie die Pflanze zum Mineral, wie das Tier zur Pflanze, so müsste ein jeder Mensch, der höher steht, sich herunterneigen zu dem Niederen und sagen, zwar bist du niedriger, aber dir verdanke ich, dass ich da sein kann. Nun denken Sie sich dies bis zu dem Höchsten, bis zu dem Christus Jesus ausgeführt, und Sie haben das Verhältnis des Christus Jesus zu den Aposteln, mit denen er zusammen war und zu denen er sich herunterneigte. Wie die Pflanze zum Mineral und ihnen die Füße wusch. Aus euch bin ich hervorgegangen, ich neige mich zu euch herunter. Solche Gefühle durch alle Stufen hindurch musste der Schüler durch lange Zeiträume durchmachen. Und immer lebendiger werden musste dieses Gefühl. Dann erwachte er auf der Stufe der christlichen Einweihung. Durch ein äußeres und durch ein inneres Symptom kann man das fühlen. Das Äußere ist das, dass der Schüler wirklich eine Zeit lang so empfindet, als ob seine Füße umflossen wären vom wässrigen Element. Und das innere Symptom ist, dass er das 13. Kapitel des Johannesevangeliums als eine innere Vision selbst erlebt auf dem Astralplan. Dann schritten sie weiter. Der Lehrer sagte dem Schüler, du musst noch weiteres erleben. Du musst nunmehr dir vorstellen, dass von allen Seiten körperliche und seelische Leiden und Schmerzen auf dich einstürmen würden. Du musst dich gegen alles stark machen, so dass du sagen könntest, was auch für Schmerzen und Leiden auf mich einstürmen, ich stehe aufrecht und lasse mich nicht zu Boden werfen. Dieses nennt man die Geißelung. Das äußere Symptom dafür ist, dass man etwas spürt wie Schmerzen in seiner Haut, die ein Kennzeichen dafür sind, dass die Seele so weit ist. Und das innere Symptom ist so, dass man sich selbst auf dem Astralplan als gegeißelt sieht. Das Wesentliche aber ist das, was die Seele errungen hat an innerem Erleben. Das Dritte, was der Schüler von dem Lehrer hört, ist folgendes. Jetzt musst du ein Gefühl entwickeln, dass du nicht nur standhältst gegen alle Schmerzen, die auf dich einstürmen, sondern du musst standhaft bleiben, wenn auch das Heiligste in dir in den Staub gezerrt würde. So stark musst du bleiben, dass alle Leute dir sagen könnten, das ist nichts wert. Selbst wenn die Leute es dir zertreten, du musst wissen, was es wert ist und musst gegen eine ganze Welt standhalten können. Hatte der Schüler das erlangt, dann sagte man, er hat die Dornenkrönung erlebt. Das äußere Symptom ist ein Gefühl wie von einem gewissen Schmerz im Kopf und das innere Symptom ist, dass man sich in der Situation des dornengekrönten Erlösers sieht. Das vierte ist dann dieses. Der Lehrer sagt dem Schüler, du musst ein ganz neues Verhältnis zu deinem Leibe gewinnen.
Du wohnst in deinem Leib, jetzt aber musst du ihn als etwas ganz Fremdes betrachten, wie der äußere Tisch dir ein fremdes Ding ist und musst sogar verstehen lernen zu sagen, ich trage meinen Leib durch die Welt. Er muss etwas sein, was dir so fern steht wie andere äußere Gegenstände. Dann sagt man, man hat die Kreuzigung erlebt. Wie der Erlöser das Kreuz trug, so trug man den eigenen Leib wie etwa ein Stück Holz. Das äußere Symptom für die Kreuzigung selbst sind die Stigmata. Der Schüler ist imstande, in der Meditation willkürlich die Blutmale an sich hervorzurufen, an den Händen, an den Füßen und an der rechten Seite der Brust. Da treten die roten Flecken auf, die an die Kreuzeswunden erinnern. Diese Blutsprobe ist ein äußeres Symptom dafür, dass man das innere Wesen des Christentums kennengelernt hat. Und das innere Erleben ist, man sieht sich selbst am Kreuze hängen in einer astralen Vision. Die fünfte Stufe ist das, was man den mystischen Tod nennt. Das kann man nur mehr annähernd beschreiben. Der mystische Tod besteht darin, dass er tatsächlich für den Menschen einmal so auftritt, als ob die ganze Welt für ihn in finstere Finsternis getaucht wäre und es wie eine schwarze Wand vor ihm stünde. Die ganze Sinneswelt ist wie ausgelöscht und versunken. Das kann man erleben. In diesem Augenblick lernt man kennen, was man eigentlich nur durch dieses Ereignis kennenlernen kann. Alles, was an Bösem und Schlechtem, an Üblen in der Welt vorhanden sein kann. Um das Leben kennenzulernen, muss man dies auch durchmachen. Man nennt es das Hinabsteigen in die Hölle. Dann folgt ein eigenartiges Ereignis. Sie sehen es wie vor den Augen ausgebreitet. Jene Wand geht auseinander. Es ist das Zerreißen des Tempelvorhanges. Und dann blickt man hinauf in die geistige Welt. Das nennt man den mystischen Tod und das Zerreißen des Vorhangs. Die sechste Stufe ist die Grablegung und Auferstehung, wo der Mensch sich zu den früheren Gefühlen noch jenes aneignet, dass die anderen äußeren Gegenstände ihm noch etwas werden, was wie zu seinem Körper gehört, wo die ganze Erde noch zu ihm gehört. Wie der Finger sagen könnte, ich bin nur ein Finger dadurch, dass ich am Organismus der Hand bin, so ist der Mensch nur auf der Erde dadurch, dass er der Erde angehört. Die Menschen können auf der Erde herumwandeln und daher halten sie sich für selbstständig. Wenn man sich mit diesem Gefühl durchdringt, dass alles zu uns gehört, dann tritt das ein, was man nennt die Grablegung. Man ruht geistig-seelisch in der Erde drinnen und erst danach ist man gleichsam auf geistige Weise wieder auferstanden. Man versteht dann erst die Tat des Christus Jesus, der sich durch den Tod mit der Erde verbunden hat und so, wie er dereinst Regent der Sonne war, nun Geist der Erde geworden ist. Und wörtlich sind die Worte im Johannesevangelium zu nehmen. Wer mein Brot isset, der tritt mich mit Füßen. Verstehen Sie den Christus Jesus als den höchsten planetarischen Geist der Erde und die Erde als seinen Leib. Dann begreifen Sie auch, dass Sie den Leib des Christus Jesus buchstäblich mit Füßen treten. Und mit ihm werden Sie vereinigt, wenn Sie die Grablegung dieser sechsten Stufe erleben. Dann kommt die siebente Stufe, die Himmelfahrt, die man mit Recht nicht beschreiben kann, weil nur der sie verstehen könnte, der denken könnte, ohne sich des Gehirns zu bedienen. Ich habe Ihnen geschildert, wie durchgemacht wurde die christliche Einweihung. Dadurch erwarb sich der Schüler das, was man das Christusauge nennt. Wenn sie kein Auge hätten, wäre alles um sie her finster. Ebenso wenig wie sie ohne Auge eine Sonne sehen könnten, ebenso wenig könnten sie ohne das Christusorgan den Christus wahrnehmen. Das Auge ist von dem Lichte für das Licht geboren. Das Licht ist die Ursache des Sehens. Die Sonne muss außen vorhanden sein als die reale Sonne und diese reale Sonne selbst erleben Sie in Ihrem Auge. Genau so ist es mit dem geistigen Auge. Es ist nur ein leeres Gerede, wenn man bloß von dem innerlichen Christus spricht. Das wäre dasselbe, wie wenn man vom Auge spräche, ohne dass eine Sonne bestünde. Der Mensch kann sich die Fähigkeit, den Christus zu schauen, durch die Übungen erwerben, die jetzt angeführt sind.
Aber dass er die Kraft dazu haben kann, das kommt wiederum von dem historischen Christus selbst her. Wie die Sonne zum Auge, so verhält sich der Christus zur Heranbildung des Christusorgans im Menschen. Nicht eine Anleitung sollte hier gegeben werden, sondern Tatsachen sollten hier angeführt werden. Kennenlernen soll man aber, was es in der Welt gibt. Und dazu sind diese Vorträge da, dass man erkennen lernt, aus welchen Tiefen heraus der wirkliche christliche Geist schöpft und wie das Johannesevangelium selbst die Methoden der christlichen Einweihung enthält, durch die der Mensch das Auge erhält, das den Christus selbst schauen kann. Die ihn aber verkünden wollen, die müssen in einer gewissen Weise mit ihm zusammengelebt haben, wirklich, nicht in einem bloßen Glauben. Um das zu schildern, was es in der Welt gibt, betrachten Sie den heutigen Vortrag, dass es in der geistigen Welt so ist, wie es Goethe wunderbar charakterisiert hat. Er sprach ja die schönen Worte, die für alle Naturwissenschaft und für alle Geisteswissenschaft gelten. Wer nicht das Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken? Lebt nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken? Draußen in der Welt müssen die Dinge und Wesenheiten sein. Sie schafft die Organe und Fähigkeiten. Ohne die Sonne kein Auge, aber auch keine Fähigkeit, die Sonne zu schauen. Ohne den Christus Jesus kein Organ, den Christus zu schauen, aber auch keine Möglichkeit, das Organ zu entwickeln.